Dann nehmen wir den versteckten Schatz, oder? Irgendwie eine 3 zum Beispiel. Und eine niedrigere Karte. Was ist denn hier? Stark. Die da zum Beispiel. Pausenlos angreifen. Mag ich gar nicht. Gehe ich lieber weiter. Perfekt. Mal sehen, was uns hier erwartet. Wer seid ihr? Hat euch Malefiz auch entführt? Nicht ganz. Ist eine lange Geschichte. Warte! Du wurdest also entführt? Du willst gar nicht hierbleiben? Ja. Nein, ich will nicht hierbleiben. Die Hexe Malefiz hat mich gezwungen mitzukommen. Ich habe hier niemanden zum Reden. Nur Bücher lindern meine Einsamkeit ein wenig. Und dann ist da noch er. Ich vermisse ihn so sehr. Du meinst das Biest? Wieso warst du dann vorhin so gemein zu ihm? Stimmt, du hast ihn sehr verletzt. Er versteht das nicht. Er darf nicht wissen, was ich wirklich fühle. Wieso nicht? Naja, weil... Oh! Oh nein, sie kommt! Versteckt euch! Schnell! Wir haben jetzt keine Zeit für Erklärungen. Versteckt euch! Oh, guten Tag, Malefiz. Was führt dich hierher? Er war hier, richtig? Er hat sein Leben riskiert, um dich zu retten. Wieso hast du ihn abgewiesen? Ich will seine Hilfe nicht. Und warum nicht? Das weißt du doch nur zu genau. Ich gehe dir nicht in die Falle. Dann bleibt mir nichts übrig, als dich um seine Hilfe betteln zu lassen. Na toll, weg sind sie. Ah, sie ist entwischt. Was machen wir jetzt? Ihr helfen natürlich, was denn sonst? Ja, blöde Frage. Schlüsselerfügung. Wir werden uns diesen Gräueltaten nicht fügen. Könnte man jetzt hier rausdeuten. Hä? Wieso bin ich jetzt hier? Damit ich wieder sehen kann, wo die Tür ist, durch die ich nicht durchkomme. Danke, Spiel. Danke für diesen Motivationsschub. Also, 2 runter, 1 links, 1 rechts. Wenn mich jetzt mein Orientierungssinn nicht täuscht, sollte das sogar stimmen. Zweimal abwärts. Abwärts ist hier. Einmal links. Wie komme ich denn? Ah, da. Da ist der Lift. Einmal links zuerst. Genau hier. Mogelpunkte, komm! Ui. Nein! Ah, toll. Wollte doch nur die Mogelpunkte einsammeln. Hier ist nicht mal ein Roulette-Raum, da lohnt es nicht mal. Das ist eigentlich das Tragische. Hauptsache betäubt. Wichtig bei solchen kleinen Gegnern, erstmal betäuben. Damit hat man eine viel größere Chance, den ganzen Kampf hier heil zu überstehen. Ist es eigentlich stärker, wenn man zweimal den Blitz auf einen einsetzt oder wenn man einmal den großen Blitz einsetzt? Das würde mich mal interessieren eigentlich. Ich habe immer irgendein Wort, das ich die ganze Zeit über verwende, oder? Tinkerbell? Jetzt darfst du. Heilen! Okay. Und das war der Rest vom Leben. Frage ist, ob jetzt nach dem aus ist. Kommt wahrscheinlich noch was, oder? Es wäre zu schön, um wahr zu sein. Nein, das war sogar! Oh, ich bin immer so froh. Falscher Schatz! Premium-Karte. Ja, toll, Tinkerbell. Wollte jetzt nur Zufall machen. Bringt mir da genau gar nichts. Und abgesehen davon, dass ich sowieso nicht weiß, was mir die Premium-Karten bringen.
bringt meine Premium-Nasebeiß noch weniger. So, und jetzt rechts, dann sollten wir eigentlich da sein. Ist der Vorteil, wenn man die Maps so durchspielt. Am Anfang dauert es zwar ein bisschen länger, dafür kann man dann alles auf einmal machen. Hat jetzt eigentlich auch was für sich. Zumindest hat man dann die Story auf einen Klatsch. Nicht in 10 verschiedenen Bruchstücken. Worauf wartest du? Ruf ihn! Nein, ich werde nicht zulassen, dass du ihm was antust. Dann bringe ich dich zum Schrein. Dieser Narr wird sofort angerannt kommen, wenn er dich hört. Genug jetzt! Das Biest ist nicht der Einzige, mit dem du es zu tun bekommst. Verschwinde, Kleiner. Du hast dir nichts verloren. Es sei denn, du möchtest auch mitschreien. Ja, yeah. Wenn der Rolling eure Angstschreie hört, wird er mir in die Arme laufen. Spar dir die Mühe, Malefiz. Du bist hier. Nein, das darfst du nicht. Hatte dir doch gesagt zu gehen. Lass mich in Ruhe. Ich möchte dich nie mehr wiedersehen. Bell. Wie kannst du nur so etwas sagen? Na gut, wenn du so empfindest, dann werde ich das akzeptieren. Mein hässliches Äußeres ist bloß die Strafe dafür, dass er so egoistisch und unfähig zu lieben war. Wurde in ein Biest verwandelt, das niemand liebt und wurde nur noch egoistischer. Bis ich dich traf, Bell. Kein Mensch außer dir hat mich je akzeptiert. Nach und nach erwärmtest du mein kaltes, egoistisches Herz. Nie werde ich die Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben, vergessen können. Tut mir leid, aber ich kann dich nicht zurücklassen, auch wenn du mich dafür hasst. Meine letzte egoistische Tat. Oh, Biest. Sian. Nie hätte ich gedacht, dass sich hinter solch Hässlichkeit ein so schönes Herz verbirgt. Das schreit nach einer Planänderung. Biest, ich werde mir dein Herz statt Bells holen. Nicht, wenn ich das verhindern kann. Nein, nicht! Oh, oh. Nein! Och, nein! So viel zur Planänderung. Ich bleibe bei Bells Herz. Es scheint, ihre kalten Worte waren kein Spiegel ihrer wahren Gefühle. Ah, sie liebt dich, Biest. Ich spüre, wie ihr Herz für dich schlägt. Du elende Hexe! Gib sofort Bells Herz frei! Wo ist sie? Sie ist da lang. Dorthin habe ich ihre Schatten huschen sehen. Was macht ihr eigentlich hier? Wir haben keine Zeit zum Reden. Wir müssen sie sofort verfolgen. Ihr helft mir. Na klar doch. Nach dem, was du eben gesagt hast, müssen wir dir helfen. Los, holen wir uns Bells Herz zurück. Na und ob. Irgendwie gefällt mir die Stimme von Beast zurzeit. Klingt ein bisschen arg halsvernichtend, aber zumindest gefällt es mir im Kopf. Und das ist immer wichtig. Im Kopf muss es gut sein, dann ist es im Bauch auch gut. Oder so irgendwie. warte mal. Muss ich jetzt eigentlich hin? Ach toll, natürlich. Bin ich jetzt hier unten? Wie soll das auch anders sein? Von wo komme ich denn darüber überhaupt? Achso, oh Gott. Nein, warte mal, hier ist der Schatzraum. Von da muss ich nicht rein. Wenn dann von hier. Von hier aus, okay. Das heißt einmal geradeaus, rechts, rechts, links, links. Warte mal. Rauf, rechts. Oh. Hilfe. Wieso muss die Welt hier auch so schief sein? Kann die nicht gerade sein? Nur damit es schwieriger ist, hier sich rauf und runter zu merken, machen wir die Welt einfach mal ein bisschen schräg. Ist doch egal, was der Spieler denkt. Der muss seinen Kopf mal anstrengen hier bei dem Spiel. Solche Mistkerle. Solche mit O betont.
sind nicht einfach nur Mistkerle, sondern solche Mistkerle. Wenn man hier drin war, auch ein Raum, der mich jetzt gerade eigentlich gar nicht interessiert. Ich will hier nicht kämpfen. So, jetzt muss ich rechts. Rechts rauf. Mit einem rollierenden... Nein! So, ganz ruhig bleiben. Hier passiert mir nichts. Okay. So, Lift, komm runter, Lift, komm runter. Drauf! Schnell! Oh, okay, okay, okay. Ich will jetzt keine sinnlosen Kämpfe hier anzetteln. Wenn, dann im Roulette-Raum. Aber hier drin bringt mir das gerade gar nichts mehr. So, noch einmal in die Richtung weiter. Dazu muss ich da hoch. Komm ich denn da hoch? Muss da gar nicht hoch. Da hinten war die Tür. Okay. Ja, okay. Ich wäre so oder so da reingerannt jetzt gerade. Brauche ich mir das vorspielen? Kenn mich doch. Okay. Also, der ist jetzt erstmal Geschichte. Der kriegt null ab. Und jetzt stehen sie perfekt für die Winterattacke. Die fast nichts bringt. Egal. Ah, toll. Der knackt meine ganzen Karten hier. Jetzt habe ich Donuts verschwendet. Das ist auch irgendwie... Natürlich hat er mich zweimal geheilt. Ist dem doch egal, dass wir volles Leben haben. Wir heilen uns einfach zweimal. Um sicher zu gehen. Da drüben ist eine Freundeskarte. Die will ich doch gern haben. Sogar ein Biest. Das habe ich noch gar nicht so richtig eingesetzt hier, glaube ich. In der Welt. Komm! Ma, jetzt war ich knapp daneben. Ja, ich wollte eigentlich die Itemkarte hier noch verwenden. Um noch ein bisschen aufzuschocken, obwohl das eigentlich dumm war, weil ich durchs Elixier schon die meisten Karten bekommen habe. Erfahrungspunkte aufsammeln. Wie viel fehlen mir da? 864 bis zum nächsten Level. Es geht eigentlich schnell. So, und ich muss hier gerade durch. Einfach durchlaufen. Das war ein bewachter Schatz hier, deswegen ist das so eine komische Ebene. Der weiße Raum. Mit dem weißen Fungis. So, und hier muss ich jetzt rechts rauf. Ich glaube, dann bin ich hier eh richtig. Ich muss nur dem ausweichen. Ach, das sind solche Fungus. Oder Fungis. Ich dachte jetzt, was sind die weißen? Die weißen kannte ich gar nicht, aber wenn das solche sind, dann kenne ich sie schon. Aber egal, wir gehen jetzt hier rein. Was machen wir für einen Raum? 6 oder höher? Irgendeine Null. Ah, von mir. Könnte einfach einen Schatz einsetzen. Das mache ich auch. Habe ich irgendwo zwei von einer Sorte? Da ist ja ein An. Verschwende ich gar nichts. Ein einfacher Schatz. Damit hat sich die Sache. Habe ich wenigstens einen Schatzraum in der Welt. Ich meine, ich hatte zwar schon einen. Gerade eben, wie man gesehen hat, den bewachten Schatz. Aber so haben wir jetzt noch einen würdigen Abschluss. Wenn man das würdig nennen kann, wenn man sich dem Kampf entzieht. Egal. Wir haben bekommen einen Querschläger. Klaut Angriffskarte, Angriffskarte. Schleudere das Schlüsselschwert nach vorne und lass es von den Gegnern abprallen. Okay. Ist cool, mal eine Kombo mit Klaut. So eine rote und eine Nuller. Was brauche ich denn nicht für den Raum? Das ist die Nullerkarte, die ich verwende. Dann nehme ich den stockfinsteren Raum. Habe ich hier zwei davon. Ich habe sogar drei Nullerkarten hier. Okay. Bin ja ein Rich Man hier. Habe ja alles dabei. Achso, ich hätte das Deck wechseln sollen. Ach, jetzt muss ich wahrscheinlich gegen den Drachen auch noch kämpfen. In Malefiz. Malefiz in Drachenform. So. Der Drache in Malefiz. Mein Respekt, dass du es so weit geschafft hast, Biest. Zum Dank sage ich dir auch, wieso Bell dich abwies.
Meine schwarze Magie braucht Herzen von äußerster Schönheit. Belle war perfekt. Tief in ihrem Herzen loderte ihre Liebe für dich mit solch ungewöhnlicher Helligkeit. Doch sie hat meine Pläne durchschaut. Indem sie ihre Liebe zu dir leugnete, entzog sie mir ihr Herz. Aber sie hat mich gerettet, mich beschützt. Sie konnte ihre wahren Gefühle nicht verbergen. Ich hab genug gehört. Gib ihr Herz sofort frei, Malefiz. Sofort. Wenn nicht. Strapaziere nicht meine Geduld. Ist dir nicht klar, weshalb ich dir das alles erzähle? Doch nicht etwa, weil ich so nett bin. Ich habe es nur getan, um deine Zweifel auszuräumen. Jetzt erstrahlt dein Herz wieder in Liebe zu Belle. Ich werde mir auch dein Herz nehmen, Monster. Das wirst du nicht. Ihr wagt es mir zu trotzen? Ihr jämmerlichen Narren. So, schnell trinken, schnell trinken.